Test. Bin ich live? Ist mein Mikrofon an? Mein Mikrofon ist an. Bin ich live? Mal kurz einmal nachgucken überall. Halli, hallo, Hallöchen, Popöchen. Ich glaube, ich bin live. So. Test. 1, 2, 3, 4. Ja, okay, Hatu. Dann muss man. Ich muss ganz kurz ein paar Einstellungen noch gucken. Okay. So, meine lieben Damen und Herren, Freunde, Freundinnen, Bekannte, Unbekannte, herzlich willkommen zu einem neuen Coaching, Webinar, Seminar, wie auch immer. Heute erstmalig tatsächlich in der Geschichte der Players Hub Academy, auch außerhalb der Academy. Denn wie einige von euch bereits gemerkt haben sollten, vielleicht, eventuell, maybe, sind wir gerade auch auf anderen Plattformen live. Wir werden nichtsdestotrotz, und das will ich jetzt einmal ganz klipp und klar ausdrücken, alle Fragen, alle Personen, innerhalb der Academy werden Vortritt haben, das heißt bei Fragen, bei Coachings, bei Coaching-Angeboten und mehr. Und ja, ich würde sagen, wir legen einfach mal los, denn der erste Gast, der erste Kunde, die erste Person wartet bereits im Channel. Welche Lane wird gecoacht? Das kommt immer auf die Personen an, die sich innerhalb der Academy befinden. Das kann ich so im Vorfeld gar nicht sagen. Ich weiß, dass der jetzt kommende oder die jetzige Person, die jetzt kommt, schwieriges Deutsch, Support ist. Aber wir hatten hier auch schon alles, ne? Durch quer oder durcheinander. Hallo. Hallo. Oh, guten Tag. Na, wie geht's? Ja, ganz gut. Und selbst? Das klingt aber nicht so überzeugend. Nee, tatsächlich. Also, die ganzen schriftlichen Prüfungen sind vorbei. Hab gerade von der Klassenkameradin erfahren, dass sie beim Einkaufen unseren Mathelehrer getroffen hat. Okay. Und der, dass alle bestanden haben. Und ich war der festen Überzeugung, dass ich nicht mal ansatzweise die Punktzahl erreichen könnte. Und anscheinend habe ich ja trotzdem bestanden. Also, mega happy. I don't know. Okay. Ja, ja, cool auf jeden Fall. Und jetzt bist du durch mit allen Prüfungen und so? Ah, nee, nächste Woche dann noch mündliche, aber die werden easy. Ich meine, es ist Englisch und Ethik, also. Englisch und ist Ethik sowas wie Philosophie? Ja, Ethik ist im Prinzip sowas wie Philosophie. Okay. Ja, und wie geht's dir denn so in Bezug auf League of Legends? Ja, gestern Platin 3 geworden. Weil ich endlich mal wieder Ranked Games auf meinem Main gezockt habe. Und ja, eigentlich ganz gut. Läuft alles irgendwie. Okay, kannst du einmal vielleicht so nochmal wiederholen, was wir so die letzten paar Male besprochen haben? Was waren so Probleme? Wie lief's in den Problembereichen? Also ein großes Problem war ja einmal, dass ich diese Fishy Hooks andauernd wieder probiert habe und das ja eine sehr lange Zeit jetzt so war. Diese übelsten Hooks? Wie ist sie gerade genannt? Diese Fishy Hooks, also. Achso, diese halt, random Ass Hooks, wo du einfach. Diese random, Hook, genau. Ja, wenn ich treffe, wird es ein Montage Play, wenn nicht, dann ist es halt einfach nur Giga Useless.
Dann war noch, dass ich teilweise meine Pläne wollte ich einfach durchsetzen und habe dann nicht drauf geachtet, wo meine Mates überhaupt stehen, ob ich das überhaupt gerade machen darf, wie Wards setzen oder Waves noch durchpushen, sowas halt. Und dass ich oft zu sehr komischen Zeitpunkten angefangen habe, irgendwelche Fights zu forcen, die halt im Prinzip schon von Anfang an verloren sind, weil wir noch gar nicht die Items dafür hatten, zum Beispiel. Ja. Sind denn in den Bereichen, die wir jetzt letztes Mal besprochen haben, nochmal neue Probleme aufgetaucht oder Sachen, wo du gemerkt hast, okay, das würde ich gerne nochmal fragen oder so? Nee, also ich habe jetzt an den Bereichen halt gearbeitet, so dass das halt weniger passiert, was man glaube ich auch dann, wenn wir uns dann hier ein Flash-Gameplay angucken, auch sehen sollten, hoffe ich. Ja. Weil ich da halt jetzt auch deutlich mehr drauf achte, vor allem auf den Punkt mit den Mates, wo die Mates stehen, dass ich halt nicht mehr so viel inte. Und das Einzige, wo ich dann, also in dem Gameplay von gestern, hatte ich einmal ein Problem, weil ich nicht wusste, ob ich da jetzt mit reingehen soll, weil wir ja mal besprochen hatten, dass auch ein schlechter Call ein guter Call sein kann, wenn es alle machen. Also, dass es Ja, besser ist, als einen ja, guten Call nein. alleine zu machen, so. Und da hatte ich halt teilweise, war mein Gedankengang so, das ist jetzt ein Hard-Int-Fight, das können wir nicht gewinnen. Bin dann aber trotzdem mit reingegangen, also hab dann halt irgendwie versucht, den Leuten trotzdem zu helfen, weil ich mir dachte, naja, wenn vier Mann drin sind, dann macht das auch keinen Unterschied, wenn ich da mit dabei bin, so. Also da war, glaube ich, ein oder zwei Fights in dem Game, wo ich mir dachte, also wo ich halt nicht ganz genau wusste in Game, ob das jetzt gut war, was ich da gemacht habe oder nicht. Ja. Okay. Aber ansonsten waren, glaube ich, keine weiteren Probleme. Hast du heute schon ein Warm-up-Game gespielt? Ich habe gerade Mit. eben ein Yasuo Normal Game gespielt. Okay. Aber. Ja, nee, das zählt für mich auch schon. Weil ich würde mir lieber ein Live-Game nochmal angucken, statt Ja. eines Replays. Okay. Es sei denn, du sagst halt, ey, ich würde aber so gerne dieses eine Game nochmal im Replay sehen. Denn ansonsten würde ich halt ein Live-Game vorziehen. Nee, dann mach mal ein Death Game. Kriegen wir hin. Okay. Wenn nicht, droppe ich halt auf 0 LP. Wirst du dann nicht direkt demoted? Es gibt doch gar keine. Nee, ich glaube, man fällt zuerst immer wieder auf 0 LP und danach wird man direkt demoted. Bist du sicher? Ich habe Also, keine 100. Ahnung, ich habe wirklich echt lange keine Ranks mehr gespielt. Sicher bin ich mir nicht, aber wir werden es sehen. Ja, wir werden es sehen. Ich meine, werden wir nicht, weil du wirst jetzt eh gewinnen, deswegen werden Das wir ist da natürlich gar wahr. nichts sehen. Naja. Das ist natürlich wahr. So, gib mir noch eine Sekunde, ich muss eben den Discord-Stream noch in OBS reinballern. Kannst mal starten und alles, ne? Auch Ja, Champ Select. bin schon in you. Oh, Scheiße. Ja, okay, jetzt sieht man es auch im Stream. Geilo. Erst 0 LP, dann eine Elo runter, wird hier geschrieben. Ja, siehst du. Dann droppe ich also nur auf 0 LP, dann ist ja alles Nein, easy. tust du nicht. Du wirst doch eh gewinnen, Alter. Was für Droppen. Junge, was ist das schon für eine Einstellung, mit der du ins Game gehst? Kannst du da Vigo bannen? Krass, ey, Virgo und Gwen sind offen. Wobei, ich finde Virgo nicht mal so stark wie. Nicht mal ansatzweise so stark wie Gwen. Ja, aber irgendwie habe ich noch nie eine Gwen gesehen. Also Echt nicht? im Ranked meine ich jetzt. Also doch gestern. Gestern hatten wir eine Gwen und da wusste die Wiven nicht, wer Gwen ist.
Dann hat die Gwen innerhalb von einer Minute einen Double Kill bekommen. Der Klassiker. Ja, so hat dann. Schade. Oh, Seraphine, das. Ich finde mal wieder Seraphine. Nee, ist... hab Seraphine noch lange nicht mehr gesehen, bin ich ehrlich. Steht Seraphine immer noch mit oder eher Support mittlerweile? Ich glaube Sie eher Mitte Support, Support und ne? man kann sie Mitte Support und ADC spielen, dann habe alles schon gesehen. Ja, aber ich glaube, man spielt sie mittlerweile eher Support. Also Thresh ist ja eigentlich ganz gut so. Vor allem, wenn Ja, denke das ich auch. Seraphine Support ist. Ja, Diana Hab nur ein bisschen Mitte. Angst vor dem Jhin, weil Nee, es ist ein Diana Support Jungle. Main eigentlich. Aber der kann das bestimmt. Schön Conqueror mitnehmen. Man kennt die Ja. Thresh Room. Ganz normal. Aber ich glaube, der Ryze ist smurft, to be honest, also. Wieso? Ja, also mit einer 57% Winrate overall und letzte Season Silber und jetzt auf einmal Platin. Entweder wurde er hart geboostet oder er smurft. Okay. Da habe ich ja so PGG nicht nachgeguckt, ne? Ja. An diejenigen von euch, die sich wundern, was wir hier gerade machen. Das hier ist, wie einige von euch vielleicht wissen, bieten wir innerhalb der Players Hub Academy Webinare an, in denen wir Teilnehmer der Academy live coachen. Innerhalb der Academy. Und neuerdings wollten wir es auch so ein bisschen, damit ihr einfach mal seht, wie das Ganze ausschaut und so weiter, mal halt auf anderen Plattformen streamen. Das heißt, falls ihr halt auch ein Coaching-Webinar oder so euch gönnen wollt oder generell die Academy den Content gönnen wollt, dann einfach der Academy join. Die Webinare sind, also ich halte eins jede Woche und ich weiß nicht genau, ob Silphie auch eins hält. Da bin ich mir nicht Also, 100% sicher, wenn ich ehrlich bin. ich habe Silphy halt noch nie gesehen hier, to be honest. Also, er macht das ja immer nur über seine Livestreams, oder nicht? Also, macht er ja die Personal Coachings. Aber ich glaube, hier hat er noch Auf keins jeden Fall gemacht. mindestens ein Webinar habt ihr. Ja, ein Webinar auf jeden Fall. Das heißt, mit Ausrufezeichen Academy müsste der Befehl, glaube ich, sein. Könnt ihr euch das Ganze mal angucken. Die ersten 3 Tage sind noch komplett kostenlos. Und ja, Leute, komplett kostenlos. Und nein, ihr kommt dann nicht in eine Abo-Falle, wenn ihr rechtzeitig kündigt. Dass Menschen immer so Aber misstrauisch sind, ist dann insane. ich glaube aber, die meisten würden es auch nicht kündigen, to be honest. Also es ist schon sehr useful, muss man sagen. Wenn man es effektiv nutzt. Ja. Ja, nee, ich meine so, Ding ist halt. Können wir die hier abfangen? Oh no, die fangen uns ab. Und das wie ein weird ass Fight, Alter. Ja. Also Irelia hat Stun Level 1 geskillt. Senna hat W Level 1 geskillt. Nice, schöner Flash. Irelia ist halt fucking useless, ne? Die hat Ja, einfach kriegen wir hier noch einen E-Level. Outtake durch? Nee. Okay. Schöner War das die Flash. Seraphine? Nee, war gar nicht die Seraphine. Naja. Senna hat auch geflasht. Also ich weiß nicht, ob das gepinkt ist. Ich weiß nicht, ob ich wusste nicht, ob es die Senna war, die da auch noch geflasht hat. Ja. Glaube aber, das Ignite war ein bisschen Overkill. Nö, schon zwei. Ignite hat einen der geringsten Cooldowns und Summoner Spells im gesamten Spiel, deswegen fuck it einfach benutzen so. 3 Minuten, glaube ich, ne? 130 Sekunden müssen es sein. Ja. Das ist halt nix so.
Step nach vorne. Sexy. Die hat ja keinen Flash mehr, right? Aber auch der Hook war generell sehr sexy. Kannst du ein bisschen weiter nach vorne stemmen? Also ein bisschen viel weiter nach vorne. Guck mal, die ist Level 1, die Sau. Okay. Oh, ja gut. Das ist ein bisschen schwierig. Holy fuck, wow. Der muss nachladen. No! Ah, die Nachlademechanik. Das war eine Menge Damage. Irgendwie. Das war gerade irgendwie ganz wild. Ah, no, wir sterben beide, weil wir dumm sind. Wusstest du, dass Kaffee eine Halbwertszeit von 6 Stunden hat? Nein. Nach 6 Stunden ist immer noch halb so viel Koffein in deinem Körper wie vorher. Krass, ne? Interesting. Man lernt nie aus. Das ist Platinelo. Hat man doch an dem Invade am Anfang erkannt, dass das hier Platinelo ist. Sowas sieht man doch nur in Top 7% der Spielerbase. So insane gute Spieler. Das klingt halt voll scheiße, Top 7%, aber an sich, ja, ne? Wenn du überlegst. Also, ich denke mir halt auch immer so, also jeder sagt halt, dass Platin scheiße ist und, I mean, der Invade war schon ziemlich bad und so, ne? Also es war halt komplett weird. Aber ist halt trotzdem Top 7%. Das ist halt fucking insane eigentlich. Wenn du in irgendwas auf der Welt Top 7% bist, bist du wahrscheinlich schon Hochleistung. Ja, ja, halt echt so. Und auch Diamond 4 wird immer gesagt, ist Cancer Trash Elo. So. Und Diamond 4 sind Top 2% der Welt. Top 2%, ja. Von EO wär's nicht der Welt. Ja. Oh, schade. Aber nicer Predict. Oh, schöner Trade-Chin. Die wird wahrscheinlich reinpushen und dann für Drake gehen, oder? Oder wird die jetzt hier vorbeikommen? Die will vorbeikommen. Frag sie mal. Ja, es reicht auf jeden Fall. Egal, wo sie hingelaufen wäre, sie wäre tot gewesen. Nein, geh unter Turret, geh unter Turret. Warum? Okay. Die Nier, die brauchte ich da nicht. Guck mal, die Diana ist mit Side, Ryze ist da, die haben Pressure. Ja, okay. Okay, es ist Jhin halt schon gefolgt. Ja, ihr hättet auf jeden Fall fürs Playteam kriegen können. Weißt du, was ich meine? Ja, gut, dass die Diana aber auch so dumm ist, hätte ich nicht wissen können. Bin ich ganz ehrlich. Ja, wartet man, glaube ich, auch nicht. Oh, Aua. Ist tot. Oh! Lol. Hat sich ignited? Ja, ja. Die hat mich ignited, ja. Kauft ihr mal. Ich weiß nicht, ob ich den Ninja-Tat dieses Spiel empfehlen würde. Ich würde mir jetzt erstmal hier die Close Armor nehmen, wahrscheinlich. Doppeln sieht auch ganz solide aus. Ja, doch. Sieht gut aus da oben. Ja, Kiana wird halt so gefahren, ne? Ja. Aber wenn er weiß, zwei Gehirnzellen hat, weiß er ja, dass er sowieso im Late Game stark ist, also kann er ja chillen. So viel zu zwei Gehirnzellen. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur so vorkommt, aber ich habe das Gefühl, CC-Chains wurden mit der Zeit immer länger. Ja, langsam gleicht sich, glaube ich, an Dota ran. Das ist insane. In Dota sind die CC-Chains ja auch. Also, es ist ein Morgana Q und ein kurzes CC. Also. Und sind alle Point and Click.
Ich glaube inzwischen tatsächlich nicht mehr. Aber. Frage ist hier, was machbar in der Midlane? Hat die hier schon wieder ein Ja, Ward? sie dürfte gewartet haben, ne? Na, du kannst einfach auf sie draufsteppen. Okay, es ist, glaube ich, zu spät. Oh, schade. Lost Nice one. try. Schnell halt Hard Times, aber ja. Great. Bin 4 Sekunden wieder Q. Okay, gerne kein Fluss mehr. Diana top. Wie viel Zeit hat der Djinn? 51. Hier Pink Warden? Wahrscheinlich nicht, ne? Weil dann geht ja hier oben der Pink Ward weg. Boah, ist eine Ward noch in deren Tree. Okay. Also soll ich jetzt einmal Pink Ward hier Nein, nein, reinsetzen? nein, 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 du brauchst eine normale Ward gleich im Tree. Ja, ne, müsste hier unten sein. Immer nein, obwohl. Er doch immer der Pot. Ich glaube, ich stehe noch eine Weile. Ihr könnt eigentlich fighten, glaube ich, wenn du einen Hook triffst. Spielt die auf Tanks, ja, ne? Ja, würde ich sagen, mit Koop-Ding, mit Dingens, mit der Rune. Aber die wurde ja genervt, I guess. Ging wir das hier? Wahrscheinlich nicht, ne? Weil ich dumm bin. Kommt noch ein TP. Kurz bitte Tab gedrückt halten. Was hat die so tanky gemacht? Weiß ich nicht. Hat die Hatte mich ich. exhausted? Ah, das sieht man ja hier nicht, macht Naja, das aber Ding ich habe nicht. das Gefühl gehabt, dass die irgendwie super tanky war. Also ihr habt irgendwie gar keinen Schaden gemacht. Ja, vielleicht hat Seraphine ja auch W gedrückt. Und dann heilt sie sie ja einfach nebenbei und gibt ihr ein Image Shield. Ja, das kann sein. Aber es ist halt schon keiner weird aus, Alter. Kiana kommt auch bottom side. Ja. Oh, Jin. Ich weiß ja nicht, ob du da noch sein willst. Wir müssen hier den Tower leider. Mann, ey. Disgusting. Du lebst auch sehr gefährlich. Ja. Das darf ich nicht machen. Kannst du. Ja, ich versuch's, aber wahrscheinlich wird das Nee, nichts. schade, die kriegen First Turret. Oh, Doch, doch nicht! wir haben. Nice. Der Out cancelt durch den Hook. Die Der hat's kennst du, gerissen, du. irgendwie. Fuck die ab. Beleidige seine Mutter, irgendwas. Ja, das kann ich. Schön, baller doch, Alter! Schöner Dodge. Ja, Ja, nee, hätten das ist. Das, auch nee, ein nein, der Double. Fight war gut. Der Fight war gut. Du kriegst Topside jetzt wieder mal mehr. Ja. Ja, aber zwei Kills bekommen müssen, ja. Ja, hätten da 2 Kills bekommen können. Müssen eigentlich. Aber ja. Relay Space. Du kannst die vielleicht einfach runterrennen, wenn sie dumm ist. Ah, willst du auch Okay, nee. nicht. Da ist doch noch ein Du Mage. brauchst jetzt mal langsam deinen Support-Item. Schon wieder die Ja. 12. Minute. Hab's jetzt. Oh, schöner Speer.
Ist halt einfach tankiger als fucking Renekton oder so, Alter. Nein, 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 nein. Oh, das. Oh, nein, geh da weg. Pass auf. Okay, dann ist Oh wieder da nein, oben. Jin, pass auf. Sollte Oh. nicht in den Busch reinlaufen. Oh Mann, ey. Pinkwurz sind doch eh dein Tod, Jin. Die ist doch viel zu deep da, oder nicht? Rizot ist so fucking useless in dem Game. Schade. Wäre cool gewesen. Ja, das ist schon ziemlich cool gewesen. Ja, Tabis oder Mercs? Tabis. Tabis? Guck mal, wie viel CC haben die denn? Also was kann ich denn so, bis auf Seraphine Ult? Ja, ich hätte halt jetzt genau Seraphine Ult und dann hat der die Ulti von ihr und das Wasser-Dingens-Element gedönst. Ich finde, das sind ziemlich schwache Argumente. Dem gegenüber steht Irelia mit ihrer Passiv. Ja. Senna, die 8 Millionen Damage pro Auto-Tank macht. Huh. Jesus fuck, Alter, was ist mit der Kiana los? Ha, das ist scheiß Minion. Das ist schon peinlich, bin ich ehrlich. Ja. Die Ulti von beiden da war peinlich. Was sag jetzt, hä? Top 5% der Spieler, by the way. Ja. Jo, du rennst gerade in den Tod, ne? Ach Quatsch hier. Siehst du das? Das macht mich tankiger. Dein Mastery. Ich habe auch neulich jemanden gehört, der meinte, dass er das Gefühl hat, dass Diamond-Spieler tankiger sind als Platin-Spieler. Das fand ich auch sehr funny. Kennst du dieses Meme von Xpeke? Als er mit Xerath die Nidalee treffen will, aber jede seiner Abilities trifft und einfach sagt, he's too tanky, I can't kill him. Nee, das Das ist kenne ich nicht. ein OG Season 1 Meme, Alter. Oh, du. Oh. Hat er noch eine W gleich? Fuck, die Kiana ballert durch. Schön auch. Kannst du kurz Tab gedrückt halten, bitte? Sieht ziemlich gut aus, das Game. Ja, die Kiana ist halt eine große, große Gefahr, ne? Ja. Die kommt jetzt mit dem zweiten Item zu ihrer stärksten Phase im Spiel. Weißt du zufällig, also ob der Polar's Clothing, ob das ein Dash ist oder im Blink? Nochmal Das wäre was? nämlich tatsächlich wichtig, Ob mehr was? ob es ein Blink ist oder ein Dash Polar's Claw. Müsste ein Dash sein. Warum? Weil dann muss ich in den Dash, also muss ich im Prinzip auf den Champion hooken, damit ich den Dash und damit ich sie im Dash hooken kann. Beim Blink muss ich an die neue Stelle hooken. Ich glaube, um ehrlich zu sein, dass sobald Kiana sich dazu entscheidet, jemanden zu Pro, das Clown ist scheißegal, aber du ihn noch, die Person ist tot. Ich glaube, du musst dich Okay. schon vorher erzählen. Also, weißt du, Ja. Das was wäre ich natürlich meine? sowieso das Beste. Ich wollte es nur wissen. Ich bin eigentlich zu 99% sicher, dass das ein Dash ist. Du warpst dich ja durch den Gegner durch auf die andere Seite. Außerdem kommst du ja auch nicht durch die Dings-Wall, durch die Weiger-Wall. Also müsste es ja ein Dash sein. Weiß gar nicht, warum der Ryze Top Lane ist und der Garen Bot und nicht andersrum. Die hat nach da unten geflasht.
Ja, ist. Dachte erst, die auf meine Niederlage drauf flasht. To be honest. Die Nihali hat gerade Hey, alles hat die es verfehlt. getroffen? Nein, hat sie nicht. Okay, ich wollte schon sagen, weil das Oder? sah irgendwie sehr, sehr weird aus. Nee, hat sie nicht. Weil Safe nicht. ich hätte auch nicht gesagt, dass sie das getroffen hat. Ja, wo kam der ganze Damage Aber. her? Ja, das habe ich gerade auch gefragt. Weil der Speer war halt komplett daneben. Aber trotzdem hat sie den Kill bekommen. Also. Ja. Tod ist tot. Ich hinterfrage White Games nicht. Ihr Coding ist Tod. super. Tod ist tot. Belassen wir es dabei. Sollte ich jetzt eigentlich Topside gehen wegen Herald Warden noch? Oder weiter unten? Was Das ist haben das wir eigentlich nächste, was ist safe. das nächste Ziel auf der Karte? Das ist jetzt auf der Karte wäre dann wahrscheinlich der Nash. Würde ich sagen. Nein. Und Midlane Tower. Ja, okay. Wo möchtest du also Also warden? halt. Wahrscheinlich über und Midlane. Also hier und da. Ja, die Flanken der Midlane. Also, ob du jetzt Bot gehst oder gleich Bot gehst zum Warden. Oh, geil. Okay, Ja, Irelia will auch okay, noch mal nein, rein. raus, nein, 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 Okay. nein, nein. Euer Ryze ist tot, das ist ein großer Goldträger. Nidalee ist oben, darauf musst du achten. Senna ist unten, Hätte ich nicht aber machen du sollen. kannst Auto-Attacks draufsetzen und einfach pressuren mit Flay. Ach, ich Okay. dachte, sie hat schon Instant of Gavin. Oh. Sollte das sein? Schön. Schön. What? Cool. That was a lot of damage. That's a lot of damage. Oh nein. Na gut, ich glaube, der mitten in Tier 2 wäre besser gewesen, aber. Wenn dein Team zum Harry will, dann gehen wir zum Harry. Ja, nimm Recall. Du musst Waltz nachstocken bis Low Life. Wir hatten ja gesagt, dass Dings eine Gefahr ist, ne? Also wir müssen Sienna? ja jetzt konsequent sein. Wenn du das, Hm. oder? Nö, würde ich nicht unbedingt sagen. Du hast nur 24 Armor, sie hat anderthalb Items. Sie ist mittlerweile in den letzten 5 Minuten schon stark zurückgefallen, ne? Ist ja zwei oder dreimal back-to-back gestorben. Hat man Tab gedrückt? Aber sie hat, ja, kurz vor zwei Items. Im Vergleich dazu, dein Nidalee hat zwei Items, dein Jhin hat zwei Items, dein Ryze war extremst behind und hat auch schon fast zwei Items, weißt du? Kriegst du das von jemandem da oben? Wahrscheinlich, oder? Schwierig. Ist ein Skill-Matchup. 50-50 würde ich sagen, wer oben gewinnt. Oh, das. Oh, I. Oh, schön. Oh Gott, ja. Unbefriedigend. Während deiner Hook-Duration CC zu werden. Ja, den ist leider tot, aber machst du nichts. Ja, ich hab nur den ADC verloren. Also, Okay. kein großer Verlust. Aber war es jetzt ein Fehler, da dem ADC versuchen zu helfen? Wahrscheinlich schon, ne? Weil ich hätte auch gleich mit auf die Senna gehen können. Nochmal was, Jüde? Ja, ich bin ja gerade hier runter mit zu dem Jhin gelaufen, in der Hoffnung, dass ich ihm gleich noch eine Lantern geben kann. Ja. Ich habe deshalb die Senna da oben weiterrennen lassen. Nierle Weil ich da hatte sie jetzt aber einfach. so oder so eingeholt. Also ich fand's nicht. Ich fand's fein. Also. Und es ist halt einfach sehr schwierig, Champions wie Irelia und Qiyana zu peelen. Also es ist halt extrem schwierig, wirklich, ne? Boah. Hier nochmal best gehen können.
In 40 Sekunden ist Drake Zone ab. Ja. Jana ist da oben, like what the fuck, dientet. Botlane wird gerade reingepusht, ist ein bisschen ekelhaft. Okay. Geren Ghost, brr. Ja. Der ist Level 15, keine Ahnung. Geht zum Drake einfach. Da gibt es nichts. Die Wave wurde von Niele gerade angenommen. Jetzt hat unser Jhin Movement Speed, nachdem er geultet hat. Nice. Gut, aber für Nihalei, Aber was kriegt soll's? er da eigentlich Movement Speed für, ja, ne? AD? Eigentlich ja schon. Für Movement Speed? Ist das halt. Ne, durch Movement Speed kriegt er doch auch AD, oder nicht? Durch Attack Speed kriegt er AD. Achso, ich dachte auch durch Movement Speed. Und durch Crit kriegt er Movement Speed. Ah, so war das. Ich verstehe. Oh, Oh. lol. Oh mein Gott. RIP. Hilfe! Hilfe! Ah, hab sie noch gehuckt bekommen wenigstens. Junge, der Flank von Diana war gerade aber übelst gut, ne? Ja. Also bin ich ganz ehrlich, Alter, das war War schon schon sehr, sehr nice. Aber du hast doch sogar gesweept gehabt, oder? Das heißt, die hatten eigentlich keine Wards haben dürfen. Ja. Oder irre ich mich da? Du bist doch sweepend von Chickens nach Ich bin unten Sweep, gelaufen. ich genau, ich bin Sweep hier lang gelaufen. Denke ich nämlich auch. Das ist super weird, Alter. Deswegen, aber ich war, glaube ich, noch nicht an dem Punkt hier. Also, sie könnten halt hier ein Ward haben, sozusagen. Ja. Bin nämlich, glaube ich, hier oben lang gelaufen. Also, ich bin jetzt so lang gelaufen. Ja, genau. Dann haben die, sind die da rüber gekommen. Wird es wahrscheinlich Topside gehen für Nash Warden und dann für Nash, und dann Nash gehen und dann können wir das Game enden. Im besten Fall. Ja, ping den Mann, ne? Also immer so eine Sache, ist schön, wenn du die Vision preparest, aber wenn der Team Ja, nicht weiß, was sie machen sollen. Boah, mein Hals ist so, Alter. Ping on my way zum Baron. Hat Ryze TP? Nee, leider nicht. Habe ich auch gerade nachgeguckt, der spielt mit Exhaust. Ja, aber der hat Ah, das Spellbook. der hat Spellbook. Ja. Ah, hier, meine Quest. Ich muss die killen. Jetzt habe ich keine Chance mehr. Ich muss die killen. Was kriegst du denn? Dann krieg ich die Hälfte ihrer Seelen, wenn ich richtig liege. Wenn sie mich killt, kriegt sie die Hälfte meiner Seelen. Jetzt fragt man sich, was ist Würfer? Ah, ist doch nicht so gut, der Flay, aber naja. Nee, du hast ihn reingeflayt. Ja, weiß ich das Wort. Aber gut. Also der Baron sollte 100% safe sein, du hast eben gesweept, du hast deine Pink. Die hat noch keine Gelegenheit, neu zu warden. Drei Leute sind Bot. Oder zwei. Nee, drei, ja. Drei. Niemand da. Wir haben das gleich, Jungs. Dauert nicht mehr lange. Lol. Der Ryze wollte den Garen Ja, der Garen hat sich verlassen. rausulten. Nimm Recall. Du hast 700 Gold für Ziggs und du brauchst neue. Ja, Ward brauchst nicht unbedingt, aber du hast Ziggs. Jetzt ist leider zu Ja. spät. Diana ist enttäuscht. Begleiten nur die mal hier raus. Die müssen hier wirklich tatsächlich überall wischen.
Wenn du sweepst, lass immer deine Teammates die Wards kaputt machen, ne? Immer. Oh. Ich will ja keine Ult, das ist wichtig. Okay, ich hab gerade das Paula's Claw tatsächlich aufgehört mit meinem Flay. Das sehe ich. Das ist so ein weird ass Teamfight. Oder halt einfach über Botlane und dann finishen, right? Weißt du, warum du deinen Mates die Wards lassen sollst, wenn du sweepst? Weil ich doch dann auch das Gott bekomme und die XP, war das nicht so? Oder ja. Irgendwie. Wenn einer die Ward aufdeckt und ein anderer die Ward cleared, kriegen beide Gold. Wie? Gigge. Gut gespielt, Beschwörer. Oh yes. Vor allem das Level 1. Ja. So eine wundervolle Invade. Naja, lassen wir es mal so stehen, ne? warte, ich muss kurz das Replay hochmachen, aufmachen. Also kann ich meinen Stream ja hier schon mal zumachen, ne? Du kannst deinen Stream bereits beenden, ja. Boah, sorry, Alter, ich weiß auch nicht. Ich bin mit richtig rauem Hals aufgewacht heute. Super unangenehm. Okay, ja, bevor ich anfange, würde ich erstmal gerne von dir so hören. Wie war denn so das Game für dich? Oder was lief gut, was lief schlecht? Du weißt ja mittlerweile, wie wir arbeiten, ne? Ja. Ich fand, dass ich relativ viel richtig gemacht habe. Also auch vieles von den, also ich habe wenig von den Dingen falsch gemacht, die ich vorher immer so falsch gemacht habe. Hm. Aber es waren trotzdem ein paar Hooks dabei, wo ich mir auch schon währenddessen dann dachte so, okay, der hätte jetzt nicht sein müssen. Hm. Aber ansonsten war ich eigentlich relativ zufrieden mit dem Gameplay. Hm. Okay. Ich finde, das Game war auch meiner Meinung nach recht solide. Zumindest in dem Sinne, dass du die Probleme und die Fehler, die wir früher oder vorher besprochen haben, hier jetzt nicht mehr so vermehrt aufgetreten sind, ne? Es gab vereinzelt ein paar Stellen, die so ein bisschen questionable waren. Zum Beispiel, ich weiß gerade, ganz am Ende war es, glaube ich, oder kurz vor Ende. Wo ich meinte, Gebase, Nihalis, und irgendjemand war Half-Life, ich weiß es nicht mehr, ne? Was halt wieder dieses widerspiegelt von wegen, auf die Teammates achten, ne? Warte, ich übertrag dir da kurz meinen Bildschirm. Ansonsten, ich frag mal anders, was war die Schwierigkeit in diesem Spiel für dich? Also ich fand es extrem anstrengend, immer noch auf meine Mates zu achten. Das war meiner Meinung nach hier das Schwierigste, dass ich während des Teamfights noch auf meine Mates achte, wo wer steht. Mhm. Und also weil die Teamfights halt so ziemlich weird waren. Und dann noch darauf zu achten, welcher Spell von den Gegnern schon raus ist und alles. Ja. Extrem exhaustend. Mhm. Darüber haben wir ja schon mal geredet, dass Thresh genau aus dem Grund kein guter Champion ist für Low Elo. Ich nenne es jetzt einfach mal Low Elo, ja? Ja. Weil du als Thresh ja sehr multidimensional arbeitest, ne? Boah, what the fuck? Wenn du jetzt einen relativ eindimensionalen Champion hast, zum Beispiel hier, sowas musst du eigentlich sofort notieren. Senna ist geflasht, das ist super wichtig für dich, Laning Phase. Diana ist geflasht, Heal ist raus, weißt du, da ist gerade noch jemand geflasht. Ist mega wichtig für dich als Supporter, ne? Warte, ich mit mir mal ganz kurz weiter. So, tut mir leid, Alter.
Auf jeden Fall, Thresh ist ein sehr, sehr multidimensionaler Champion und deswegen fällt es dir halt auch dementsprechend schwierig, so, ne? Auf deinen Teamfight und so zu achten. Du hast hier einmal ein Play gemacht mit deinem Hook, was ich super schön fand, was ich aber nicht wiederholt gesehen habe. Guck mal, ich weiß nicht, ob dir jetzt auffällt, was ich meine. Ist dir aufgefallen, was ich meinte? Nee. Okay, ich Nee. lasse es nochmal Ich ablaufen. glaube nicht. Und dann sage ich dir mal, was ich damit meinte. Also maybe, dass ich halt nach oben laufe und sie dadurch nach unten zu forcen, deshalb läuft es jetzt nach unten. Also, das war zumindest mein Plan in-game. Okay. Also was ich meinte ist praktisch, Thresh ist relativ unique. Wenn du deinen Hook startest, bleibt er erstmal auf der Stelle stehen, wo du bist, und guckt weiter in die Richtung, in die du als letztes geklickt hast. Ach so, das, ja. Das weißt du ja auch, ne? Das machst du wahrscheinlich unterbewusst sehr stark, ne? Du hast das letzte Mal hierhin geklickt, rechte Maustaste, hast dann aber hierhin gehuckt. Das heißt, die Senna kommt gerade gar nicht auf ihr Leben klar, weil es visuell genauso aussieht, als würdest du halt die Seraphim hooken wollen, ne? Und das sieht man jetzt auch an dem Movement der beiden Leute. Achte mal darauf. Seraphim versucht halt instant zu dodgen. Und Senna blickt halt gar nicht, was so abgeht, weißt du? Und das habe ich tatsächlich, glaube ich, noch gar nicht gesehen in deinem Gameplay. Zumindest nicht so, weit ich mich erinnern kann. Aber es ist eine super starke Mechanik, die du dir weiter anüben solltest und antrainieren solltest, weißt Ja, also ich mach's halt tatsächlich, also ich mach's weniger aktiv, aber ich mach's öfters du? mal. Aber halt nicht, weil ich mir jetzt denke, oh, du machst das jetzt, sondern weil ich's halt. Also ich habe früher da manchmal drauf geachtet gehabt, aber ja, tatsächlich achte ich da ja weniger drauf, das stimmt. So, dann gab es hier so eine Situation, die hat mich ein bisschen genervt. So, guck mal, wie weit der Jin nach vorne steppt. Ich laufe nach hinten. Guck mal, die ist Level 1 mit Half-Life. Beide haben keinen, Sen hat keinen Flash. Guck mal, hier ist der Jin, wie schön der tradet. Weil die Senna dumm ist und für dieses Ding greedet. Auto-Attack Q, Bing, Bang, Boom. Würdest du auch nur ansatzweise auf derselben Ebene stehen, wäre sie tot. Ja. Instantly. Deswegen ist es so wichtig, mit deinem ADC parallel zu spielen. Dann bist du kurz AFK gegangen, Alter. Holy fuck. In der Engphase ist aber nicht mehr sehr viel passiert, glaube ich. Ihr sterbt jetzt gleich ein bisschen dumm. Ja. Also, ich mich erinnern kann, war die Engphase sonst relativ simpel. Die Sache am Drake hat mich ein bisschen genervt, wenn ich ehrlich bin. Also, dass du da zum Drake rotiert bist. Oder auch hier nochmal. Wo die wieder zurück bei den Fishing Hooks wären, ne? So, Steps vor, sehr cool, ne? Aber warum läuft nicht einfach weiter geradeaus auf dich zu und ace sie erstmal? Ja, stimmt. Es Hätte hat ich nicht machen können. viel, also wo will sie lang? Wenn sie hier lang läuft, dann callst du sie, weißt du? Und selbst wenn sie dich weht, wirst du immer genug Zeit haben, in deiner E-Range zu sein. So. Okay, weiter geht's. So wie ich es halt da auch gemacht habe, hätte ich das halt vorher auch schon machen können. Da bin ich jetzt auch gerade erst an sie rangelaufen und habe sie geirrt. Guck dir mal die Lanes an. Qiyana kann nicht helfen, Seraphine kann nicht helfen. Ryze rotiert zum Drake, Nidalee rotiert zum Drake. Also, dass ihr beiden Drake geht, ist eigentlich unnormal überflüssig. Ihr kriegt ja im Endeffekt noch einen Kill, aber es liegt auch eher daran, dass die Diana fucking stupid war und nicht daran, dass du irgendwas richtig gespielt hast. Oder dass die irgendwas richtig gespielt hat. Ja.
du gehst hier viel in Midland Roam, fand ich fein. Ne? Dann gehst du aber direkt nochmal hinterher. Weil, also, das weil war du Irelia gesehen hast. Genau. Mhm. Ansonsten wäre ich da weiter nach unten gelaufen, wieder. Weil der Jin halt gerade im Ruby-One ist. Mhm. Muss halt nicht sein. So, hier habe ich gesagt, du brauchst eine Ward im Tribusch, ne? Hm. Das liegt daran, jetzt einfach um das nochmal so ein bisschen zu verdeutlichen. Diana kann ja nur über zwei Eingänge kommen. Warte mal, ich mach das anders. Über hier und über hier, ne? Wenn dieses Areal komplett ausgeleuchtet ist, weil du dort und dort eine Pink Ward hast, ist das die einzige Gefahrenroute, die sie noch laufen kann. Deswegen habe ich auch gesagt, dass die Ward hier eigentlich vollkommen egal ist, die brauchst du nicht. Aber wenn das hier schon alles blau oder hell ist und das ja dann hell wird, wie kommt sie dann dorthin, ohne gesehen zu werden vorher? Weißt du, was ich meine? Ja, kommt sie halt gar nicht. Ja. Das heißt, wenn hier dann zum Beispiel, also wenn hier das Warding dann so wäre, dann wird sie unmöglich in diesem Busch steppen können, außer sie geht mit der Pflanze hier rüber und dann geht sie da, was aber so eine strange Dingens ist, Route ist, ne? Und deswegen habe ich halt gesagt, ja, die Ward dort ist, also hier nicht Warden ist fucking useless, du brauchst hier eine Ward, ne? Einfach um das halt nochmal so wirklich zu verdeutlichen. Ich wollte irgendwas sagen. Worüber haben wir davor geredet? Diana. Wir hatten jetzt so einen Fishing Hooks. Was ist denn gerade passiert? Du bist einfach auf die Botlane gelaufen, ne? Ich bin wieder auf Botlane gelaufen, weil Jin im 2v1 war, das hatte ich gesagt. 1v2, so rum. Und dass ich halt vorher mit denen war wegen der Irelia. Ja. Ich weiß noch, als Guardian rausgekommen ist und das eine der nutzlosesten Runen war, die es gab. Ja. Gute Zeit. Inzwischen ist sie. Inzwischen nimmt man sie halt auf allem mit. Das hier wird actually dämlich daran zu gehen, fand ich. Also, war jetzt so im Nachhinein. Macht halt einfach negativen Schaden, das ist halt so insane. Aber die hat gar nicht wehgedrückt, die Seraphine, ne? Doch, das und Jin wurde auch einfach, exhausted. Oder? Doch, doch. Achso. Jin war exhausted und Seraphine weh. Weil da reinzugehen per se war jetzt nicht so schlimm, weil du hast ja den Ryze rotieren sehen. Aber als Ryze so spät kam und dann noch der TP von Irelia kam, das hat halt gut durchgefickt so. Was können wir jetzt eigentlich in so einer Situation machen? Eigentlich ja nichts, oder? Einfach nur weiter. Also ich. Ja. Ja. Ihr könnt nichts machen. Okay. Also sowas muss man einfach akzeptieren. Dein Jungler ist Topseite, Botlane sind 4 Leute, was willst du machen so? Der Hook für das Blood Turret. So, und dann. Senna ist Irelia wird gehookt. Damit ihren Dash interruptet, hat also keine Q mehr. Merkst du, dass die Leute einfach in der Regel immer in die falsche Richtung flayst? Ist das mal aufgefallen? Nee. Aber also, hätte ich die ja gerade in die andere Richtung fallen sollen, weil dann wäre die doch noch näher an dem Djinn dran gewesen. Aber das ist ja der Sinn der Sache. Komm mal, warte. So, der Hook. Sexy, geil. Guck mal, der Auto-Taxi. Okay, cool.
So, okay, hast der Flay gemisst hat, ist jetzt erstmal egal, ja? Aber es geht darum, dass hättest du sie jetzt rausgeflayt, dann wäre Jhin nicht mehr in Auto-Attack-Range gewesen. Und sie wäre trotzdem noch einfacher an Jhin mit seiner. What the fuck? Mit ihrer Q rangekommen, beispielsweise. Dann warte, guck mal hier. Du flayst sie jetzt wieder raus. Hättest du aber die Ja. Seraphim reingeflayt. Dann hätte Jhin sie auto-attacken können, Mit weil. Autotech. Also, das ist natürlich super schwierig, im Bruchteil einer Sekunde sowas zu entscheiden, ne? Im Replay ist das halt super einfach. Da machst du Pause und ja, guck mal hier, XYZ so. Aber es ist einfach wichtig, dass man solche Dinge auch angeht, weißt Ja. du? Das ist ja fucking Sudoku von dir. Also, dass du hier überhaupt diese Ward gesetzt hast, so, ist fucking mental. Du hast gerade die Diana hier langlaufen sehen. Du hast die Qiyana hier langlaufen sehen. Junge, die könnten jetzt einfach komplett aus dem Leben böllern und one-shotten. Ja. Da fehlt nicht viel zwischen euch, ne? Ja. Allein diese Pinkbot ist schon wirklich sehr mutig. Und gesweept hast du auch nicht, das heißt, du weißt auch nicht, ob die Gegner hier Vision schon haben, weißt du? Hätte gesweept vorher, würde ich sagen, okay, so. Das war so ein wilder Teamfight, Alter. Warte mal, guck mal. Ey, das ist einfach so lustig. Es fängt mit deinem geilen Hook auf das Minion an, okay? Junge, dann kommt einfach Die Seraphim Seraphine vielleicht Ult. den Dings nicht abbricht. Dann kommt die Senna Ult, die den Jhin nicht trifft. Was? Einen stationären Jhin? Keine Ahnung, Alter. Was ist denn das, Mann? Einfach ein Shitfest, Alter. Ach ja, eine Sache noch, die mir ganz, ganz besonders stark in diesem Spiel aufgefallen ist. Wenn du im Range-Nachteil bist, dann verschwendest du so oft so viel Zeit damit, einfach random ass rumzulaufen. Weil, guck mal, du suchst ja nach einer Öffnung im Teamfight, ne? Finde ich auch respectable, aber du hast jetzt schon drei Auto-Attacks von Senna abbekommen. Und gleich kriegst du noch einen vierten mit einem Grass-Proc, glaube ich. Und jetzt bist du auf 200 HP. Also, du musst, wenn du im Range Disadvantage bist, jetzt nicht nur mit Thresh, auch allgemein sagen wir so Sachen wie Alistar oder Leona oder so, ne? Je länger du nach dieser Öffnung suchst, desto weniger wird es sich dir eine offenbaren. Wenn man das so nennen kann. Du musst dir eine finden und forcieren. Mit Flash, mit Flame, mit Hook, was auch immer. Weißt du? Wäre das hier jetzt irgendwie, keine Ahnung, was weiß ich, irgendein Close-Range-Supporter, wäre das Jacke wie Hose, ne? Aber wenn du im Range-Disadvantage bist, guck, hier hast du wieder ein Auto-Attack gefressen, dann musst du viel, viel, viel konsequenter sein. Und auch viel schneller hantieren. Das war der dritte Hook in Folge auf seiner Seite. Ja, ich glaube, im Rest des Spiels ist es einfach nur noch so ein bisschen Shitfest los gewesen, oder? Ja, viel Randomness war auf jeden Fall dabei, ja. Kann man, glaube ich, so sagen. Aber da könnten wir jetzt gucken, ob die Nidalee tatsächlich den Speer getroffen hat oder nicht. So, den Okay. Speer hat es auf jeden Fall nicht getroffen. So, fucking Der Speer Senna. muss getroffen haben. Nee, da kommt Tower Shot. Ja. Das ist ein aufgeladener Tower Shot. Der macht ja mehr Damage hier länger. Hast du noch Fragen zu diesem Game? Nein. Okay, dann schließe ich das Replay mal.
So, dann fassen wir doch jetzt nochmal bitte einmal zusammen, was wir jetzt alles gelernt haben, was wir durchgegangen sind. Dass ich die Zeit, also die Zeit nutzen sollte, ein Engage zu finden und das relativ schnell. Und wenn ich dann gebucht werde, dann das auch respektiere und es schneller erkenne, als ich das jetzt im Game getan habe, da der Midlane. Dass ich mehr darauf achten sollte, ob wir, also wie die Waves auf den anderen Lanes stehen, vor allem in der Midlane. In Bezug auf Drake, weil das dann halt darüber entscheidet, ob ich halt moven muss oder nicht. Und wenn ich nicht moven muss, dass wir halt dann den Tower pressuren können, maybe, wenn sie es anbietet. Ja, oder diven könnt oder poken könnt halt, ne? Alles Mögliche, Weiterhin beim Ward setzen darauf achten, wo meine Mates sind und ob ich halt diesen Ward placen darf oder nicht. Vor allem, was du für letzte Informationen hattest, ne? Also, deine letzten Informationen waren halt, okay, Qiyana und Diana sind beide da, beides one-shotten mich, beide one-shotten mich. Dann sollte ich vielleicht nicht unbedingt diesen Busch da reinlaufen. Oder in die Nähe des Busches gehen, so. Und mein Flay mit mehr Bedacht einsetzen, also die Richtung meines Flays mit mehr Bedacht wählen, was wahrscheinlich das Härteste wird zu üben, aber alles machbar. Ich sag ja so, wie gesagt, im Replay ist halt sehr einfach, das herauszukristallisieren. Und man flayt, finde ich, auch instinktiv immer eher weg als rein, um sich sicher oder sicherer zu fühlen. Ich weiß es nicht. Deswegen, das wird jetzt erstmal auch eine Weilchen dauern, aber das packst du schon. Hast du noch irgendwelche Fragen oder so? Nö. Ich bin Okay. wunschlos glücklich. Okay. Coolio, dann würde ich sagen, dir noch einen wunderschönen und guten Tag. Dir Und auch. bis später, bis zum nächsten Mal, bis Ja. irgendwann. Man sieht sich auf jeden Fall nochmal. Jo, bye Ciao. bye. So, Chat. Also an diejenigen von euch, die jetzt noch nicht so lange dabei sind oder gerade erst zugeschaltet haben oder was auch immer, das hier ist unser Angebot aus der Player Sub Academy. Dort bieten wir regelmäßig, Free Coachings an für die Mitglieder der Hub Academy. Das heißt, falls ihr dieses Angebot auch wahrnehmen möchtet, könnt ihr natürlich jederzeit der Academy joinen. Es gibt einen 3-Tages-Testzugang, soweit ich weiß. Für sage und schreibe 0 Euronen. Und nein, der ist auch keine Scam- oder Abo-Fall oder so eine Scheiße. Ihr könnt ihn jederzeit kündigen. Und wenn ihr ihn vorm Ablauf der 3 Testtage kündigt, dann ändert sich da auch nichts. Das heißt, ihr könnt da einfach reingehen, mal reinschnuppern, gucken. Hey, ist die Academy was für mich? Ist das cool oder ist das eher doch nicht so was für mich? Ich weiß es nicht. Und dann wieder rausgehen, wenn es euch nicht gefällt. So einfach ist es. So, dann haben wir, also wir haben noch etwas Zeit. Ist denn noch jemand da, der vielleicht ein Gespräch mit mir führen will, über seine, hat mein Regen schon angefallen, über seine Probleme reden möchte oder Coaching dann, ach Mann. Oder einen Coaching-Anspruch nehmen will. Aber heute fällt alles runter. Scheiße, Mann. Also wer auch möchte, kann jetzt ein For-Free-Coaching gerne gönnen. Ihr müsst nur euren Ingame-Namen einmal schreiben und dann euren Namen auf Discord und dem Discord logischerweise joinen, ne?
Oder falls ihr Fragen habt, könnt ihr jetzt auch jederzeit fragen, meine lieben Freunde. IGN XY Discord Radix. Silvi da. Schreibt bitte an René Havranek, an Support. Ich weiß nicht genau. Kann ich nicht sagen. Kommst du. Warte, ist Radix auf dem Discord? Kommst du auf dem Discord, Radix, oder willst du nur eine Replay-Analyse haben? Das müsstest du mir einmal sagen. Was ist dein Main-Rank-Burrito? Ich hab. Echt lang kein League of Legends mehr gespielt. Ich war letzte Season da Platin 1, die Season davor war ich glaube ich Diamond, ich weiß es nicht mehr. Aber ich habe keine Ahnung, ich spiele eigentlich kaum bis gar nicht mehr aktiv. Nach 8 Jahren ist irgendwann die Luft raus. Ich kann gerne auf Discord kommen, aber kannst du mir 2 Minuten Zeit geben? Kann ich machen. Kann ich machen. Dafür machst du jetzt richtig gut, Konsens. Guter Trade gegen nicht mehr neu spielen. Ja, also League of Legends ist halt ganz cool und so. Es ist nice, es ist ein schönes Spiel, macht vor allem mit Freunden auch immer sehr viel Spaß. Aber ich habe Bieterspiel seit Season 3 und irgendwann ist halt wirklich so, ich weiß auch nicht, irgendwann ist halt einfach die Luft raus. Bin ich ganz, ganz ehrlich. Hi, dachte der negativen Verlängerung war es um Längen besser. Ja, das weiß ich nicht mal unbedingt, ob es vor einigen Jahren besser war. Vielleicht ist es auch einfach die Nostalgiebrille, die da aus einem spricht. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass es mir einfach keinen Spaß mehr macht, so. Also vor allen Dingen alleine zu spielen. Mit Freunden ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Ne? Aber so alleine spielen ist halt nicht so cool, würde ich sagen. Und wie gesagt, diese Seminare sind eigentlich exklusiver Content von der Player Sub Academy. Das heißt, sie werden jetzt nicht regelmäßig oder häufig irgendwie auf anderen Plattformen zu sehen sein. Und falls ihr da einfach mehr möchtet, könnt ihr der Academy auch einfach joinen. Weißt du vielleicht, wie die Idee im Hintergrund heißen? Das sind Nanoleafs. Wenn, also du meinst noch die hier, ne? Die da.
Wir haben Discord. Hallo? Warte. So. Ich musste noch kurz einen Stream muten, sonst war ich alles doppelt. So, okay, ja, alles easy. Wie geht's denn so? Ja, ganz gut. Und dir? Ja, auch ganz gut, würde ich sagen. Ganz gut, ganz gut. Hattest du schon mal ein Coaching oder so? Nee, noch nie. Auch nicht eine Deswegen. Replay-Analyse oder sowas? Doch eine Replay-Analyse schon, aber Coaching noch nicht. Okay, wie lange ist denn deine Replay-Analyse her? Auf jeden Fall 3, 4 Monate. Da habe ich auf jeden Fall noch Midlane gespielt. Und jetzt spielst du? Hoplane. Außer ich werde ein Jungle Autofield. Aber eigentlich spiele ich so gut wie nur noch Jax. Okay. Kannst du mir einmal bitte deinen Ingame-Namen schreiben per Discord-Privatchat? Ja, warte. So, Sekunde. Ach Und so, alles gut. stimmt. XY. Auf dem Profil bin ich doch schon. Ich bin dumm, Alter. Ich bin einfach dumm. Okay, wie kommst du denn dazu, dass du Jax so coolio findest? Also was ist. Hauptsächlich wegen Wicked. Ach so, wegen Wicked, den alten Boomer E-Sports-Player. Ja. Okay. Hat mich davon überzeugt und ja, inzwischen spiele ich Jax seit, weiß nicht, auf jeden Fall schon einen Monat so gut wie Only. Und fühlt sich meistens eigentlich relativ gut an. Ja, Jax's Platz in der aktuellen Meta ist für mich ein bisschen schwierig zu beurteilen, weil du auf der Midlane eigentlich nur Assassinen hast. Oder sagen wir 80% Assassinen hast. Auf der Top-Lane ist das so ein bisschen querbeet noch, ne? Ich frag dich mal erstmal, ja? Was meinst du denn, sind gute Champion-Typen oder Champion-Klassen, gegen die Jax gut klarkommen, und was sind Champion-Klassen, gegen die Jax eher weniger gut klarkommt? Hast du da vielleicht eine Idee? Also jetzt generell oder wie es mir vorkommt? Ja, wie es dir, also ist ja beides dasselbe, oder? Du kannst ja nur so antworten, was du denkst. Ja, okay. Also Beispiel gegen sowas wie Urgot oder sowas spiele ich gerne, weil ich einfach, wenn man es richtig spielt, das Matchup relativ free finde. So Probleme habe ich halt eher so gegen, was hatte ich gestern? Win finde ich nervig. Einfach weil, weiß nicht, vielleicht spiele ich es auch einfach falsch. Und sonst so Dinge wie Garen finde ich nervig, den banne ich immer. Ja. Sonst, ich finde eigentlich, jedes Matchup ist irgendwie spielbar, wenn ich es richtig mache. Aber ich mache es wahrscheinlich nicht richtig. Okay. Ich würde vorschlagen, wir gucken uns einfach mal einen Replay an von dir. Okay. Hast du ein Game, wo du sagen würdest, ey, da ist irgendwas schiefgelaufen und ich weiß nicht genau was, oder hier lief irgendwas nicht so richtig gut und das würde ich mir gerne nochmal angucken, oder ist es dir scheißegal? Dann. Ja, nimm doch am besten das Game, wo ich irgendwie 7-14 stand oder so. Das ist relativ weit oben. Ja, genau das. Gegen Quinn und Shaco. Das ist aber auch terrible, ne? Ja, ist schon nervig. 20-7 Shaco. Was? 1-11 Soraka. Okay, Alter. Jesus fuck. Also, das können wir gerne nehmen. Aber ich würde eigentlich gerne so ein eher ausgeglicheneres Game haben. Okay, dann. 4-13 sind Sau. Junge, was hast du für Jungler? Ja.
Was ist mit Ab dem und hier? zu. 12, 10 Stöße. Ja. Okay, 3, 13 Noction, keine Ahnung, Alter, ich weiß auch nicht. Was ist mit dem hier so 5, 6? Ich hab hier heftig durchgespottet. Weißt du was, ich nehme einfach das Shaco-Game, fuck it, Alter. Sonst alternativ, ich hätte. Also ich war gerade noch in dem Game die ganze Zeit, weil ich den Stream so nebenbei geschaut habe. Und ich weiß nicht, wie lange das dauert, bis es aktualisiert ist, aber ich habe gerade auch ein Game jetzt noch verloren. Das könnte man auch nehmen. Das 14-10 Game. Ja, genau. Ja, sieht doch sehr ausgeglichen aus. Leonard hat heftig gehintet, aber keiner von den Gegnern war jetzt irgendwie so krass Turbo-Fetz. Ja, dann nehmen wir das. Muss so kurz warten, bis ich alles eingestellt habe. Ja. Akali, Cancer, Alter. Ich hasse Akali. Ja, ich auch. Ah, mir ist noch ein Matchup eingefallen, was ich nicht gerne spiele gegen Tryndamere mehr. Das sind so eklige Champions einfach. So, mein Screen müsste es jetzt sehen. Ja, Im perfekt. Chat sollte mein Screen aussehen. So. Wie ist denn so für dich, was denkst du denn, wie denn so das Cho'Gath-Jax-Matchup ist? Eigentlich mega free. So, ich muss, also ich spiele es halt early aggressiv. Ab Level 6 muss ich ein bisschen aufpassen. Und ja, wenn ich ahead komme, dann hat er gar keinen Spaß mehr. Mal ganz ungefragt, was ist so eine ganz wichtige Sache, die Cho'Gath in seinem Kit hat, von der du einfach gar nichts hast? Was denkst du? Range. Ja, okay, ja, aber das meinte ich nicht, ja. Kennst du seine Passive? Ach, dass er Leben und Mana wiederkriegt. Okay, also er hat Sustain. Und zwar eine Menge Ja. davon, ne? Das heißt, wenn du sagst, du musst die Lane aggressiv spielen, ist das teils korrekt. Denn nehmen wir mal an, du gehst mit Level 3, Level 4, ist ja so ein normales Backport-Timing irgendwann. Vorausgesetzt, keiner von euch intet, ne? Und dann kloppt ihr euch einfach die ganze Zeit gegeneinander und ihr seid beide Level 6, er ist halt Full Life und du bist Half Life. Dann bist du halt Ja. easy in Kill Range, ne? Also im Worst Case. Ja. Das heißt, du musst halt ganz, ganz stark auf deinen Sustain aufpassen. Trades musst du am besten so im Verhältnis 1,5 zu 1 nehmen. Heißt, für jeden Schadenspunkt, den du nimmst, solltest du so 50% mehr Schadenspunkte an ihm verursachen, weil sonst verlierst. Okay. Also, das ist jetzt keine mathematische Formel, das musst du auch nicht merken. Das ist einfach nur so, um ein generelles Gefühl dafür zu dingen, ne? Okay. Oh, du hättest hier viel, viel mehr Schaden machen können. Guck mal. Counter-Strike funktioniert ja so, dass wenn du Schaden nimmst oder einen Auto-Attack blockst, der Schaden vom Counter-Strike hochgeht, ne? Bis zu Ja. 100%. Okay. Ja. Du hast gerade zwei Auto-Attacks geblockt, ne? Ja. Jetzt die große Quizfrage. Was würde passieren, wenn du jetzt Cho'Gath auf Auto-Attackst? Dann würden mich die Minions auto-attacken. Ist das gut oder schlecht für dich? Wenn ich danach meinen Counter-Strike anmache, gut. Ja, guck mal, du verlierst hier einfach 60% Damage, weil du ihn jetzt erst Auto-Attackst, hast 2 gedodged, anstatt 10 zu dodgen und hast dadurch halt 60% Damage verloren, ne? Ja, okay. Und das halt gerade auf Level 1, ja, 60% von 66, keine Ahnung, bin ich gut in Mathe. 18. Nee, das ergibt keinen Sinn. Ich hab 30% gerechnet. 32 wären es gewesen. Jetzt haben wir es geschafft. Ich finde diese Ward an sich in den meisten Fällen gut. Aber speziell gegen Nunu finde ich die Turbo Bad. Warum? Weil wenn er mit seinem Schneeball durch den River kommt, bringt es mir auch nichts mehr, wenn ich ihn da erst sehe. Aha.
Nunus Gangpath ist eigentlich, entweder läuft er hier lang und weht dann hier. Oder er heatet sich halt den gesamten River hier hoch. Das heißt, entweder musst du diese Ward hier wirklich halt in den Busch setzen, also in den Busch, oder du musst sie in den River setzen. Aber hier deckt sie weder, sie deckt nicht halbes und nichts Ganzes ab, weißt du? Ja, okay. Ja, der Nunu kommt eh gleich. Schön deinen Pott genommen, schön deinen Cookie gegessen. Okay, teleportier sich nicht auf die Lane, das ist gut. Ja, auch wieder hast du super viel Damage verloren, ne? Ich glaube 20 oder 40%, glaube ich. Ja, dann oh, der war gut. Der konnte schon gut. Das ist, glaube ich, eine der Sachen, die Wicked auch gesagt hat, irgendwann mal in Season 2, 3, 4 oder so. Jax ist Level 1 halt super strong, weil auf Level 1 macht dein Counter-Strike 60 Damage. Und wenn du dann halt richtig den Gegner auto-attackst, um die Minions zu aggroen, und dann machst du auf Level 1 einfach mit einer Ability 120 Damage und du stunst den Gegner. Ja, okay. Da kann halt so gut wie niemand gegen traden, weißt du? Gehst du Play zuerst? Ja. Okay. Kommt immer so ein bisschen auf Matchup drauf an, aber wenn ich gegen so tanky Leute oder sowas spiele, dann eigentlich schon Blade zuerst. Aber keine Ahnung, gegen sowas wie Mordekaiser oder sowas brauche ich mir Woods End zuerst. Okay. Meine Frage: Ist das hier gerade eine gute oder schlechte Position für dich auf der Lane? An sich nicht so gut. Warum? Ich frage einfach nur, also jetzt gar nicht judgy, sondern wirklich einfach objektiv gefragt. Hm? Weil ich ja gerade hätte ein bisschen traden können, aber er da mit meiner Q, mit seiner Q meinen Jump interrupted hat. Okay. Eigentlich ist das hier aber super, super gut für dich. Also das hier ist gerade super gut für dich. Sugar für Zoom. Kind of. Ja, noch Mana für einen Spell. Du hast gerade noch einen Pot am Chucken, hast immer noch zwei Pots, hast immer noch zwei Cookies, er hat gar nichts im Inventar. Du könntest ihn jetzt einfach zu Tode kloppen. Dein Jump kommt jetzt auch gleich ab, das heißt, wenn du ihn jetzt ehst, einfach auf ihn zurennst, ihn zu Tode kloppst, was will er machen dagegen? So. Ich glaube, so ähnlich passiert das auch. Okay, aber du musst dir auch angewöhnen. Weißt du, was. Du weißt, was Kiting ist, ne? Ja. Weißt du, was Orbwalking ist? Nee. Okay. Wenn du den hier auto-attackst, ne? Guck mal, du bleibst stehen, du machst gar nichts. Du machst gar nichts, dann wirst du gezwungen zu queuen. Anstatt ihn zu auto-attacken, nach vorne zu steppen. Auto-attacken, nach vorne steppen. Auto-attacken, nach vorne steppen. Das ist Orb-Walking. Es ist praktisch Kiting für Melees, aber du verfolgst den Gegner, anstatt dass du vor ihm wegrennst. Weißt du? Ja, denn jetzt bist du gezwungen zu jumpen und jetzt ist halt wieder, deine gesamte Mobility ist halt schon wieder gone so. Muss aber nicht sein. Denn wenn jetzt zum Beispiel irgendwas passieren würde, oder er würde dich jetzt knock-uppen, was er, glaube ich, auch gemacht hat, ich bin mir nicht mehr sicher, dann bist du wieder so, ja, was jetzt so, weißt du? Ja, okay. Und das ist... Komme ich vielleicht noch hin, irgendwie. Outmocking ist gerade wichtig, wenn du gegen Squishies spielst. Ja, okay. Schön. Okay, du hast jetzt TP ja Vorteil, mal gucken, was du damit machst. Du hättest nicht flashen müssen, hättest du vorher richtig geordnet. Genau dasselbe Ding, ne? Ja. Jetzt sterbe ich, glaube ich, weil ich zu greedy werde. Ich habe irgendwie noch 100 Gold für Blade gebraucht und
Die wollte ich noch irgendwie haben. Der isst dich jetzt einfach, oder nicht? Du bist in Killrange. Nee, ich bin da nur reingegangen, weil der davor ein Minion gegessen hat. Achso, oh. Und der tötet mich trotzdem. Schade. Was macht denn die Leona da oben? Das war ganz schwierig. Die und die Tristana haben die ganze Zeit nur im Chat rumgeflamed und rumgebieft. Und dann meinte die Leona, die Tristana hat jetzt auch geschrieben, sie ist AFK. Daraufhin ist die Leona dann irgendwo rumgelaufen. Und ja, keine Ahnung. Dann hat sich die Tristana irgendwann doch wieder dazu entschieden zu spielen. Guck mal, genau hier wieder. Du hast zwei Stacks deiner Passive ab. Den dritten müsstest du eigentlich jetzt mit einer W auf Cho'Gath ballern. Machst du nicht. Du verlierst da erstmal sehr viel Damage. Dann Qst du super random auf ihn drauf, verlierst wieder deine gesamte Mobility und wenn jetzt nur du kommst, bist du tot. Er ist jetzt Bot, aber wenn jetzt irgendwas passieren würde, so also er knockt dich jetzt wieder ab, du kannst ihn ja nicht verfolgen. Weißt du? Okay. Also mit meiner Q halt warten in Zukunft, yeah. Oder wie? Ja. Deine Passive Management von deiner Ult musst du dran arbeiten. Dein wie, wann, wo du Mobility benutzt, musst du dran arbeiten, so ein bisschen, weißt du? Weil guck, es steppt einfach so weg. Hättest ihm eben eigentlich noch einen Nackenklatscher mitgeben können. Okay, keine Ahnung, was das jetzt für eine Aktion war von ihm, bin ich ehrlich. Und die kannst du eigentlich töten. Du hast Ult, du hast E. Ach, ja, stimmt, da ist sie Wanda rausgekommen. Egal, ist trotzdem gut. Team kriegt. Oh da. Nein, das ist gar nicht gut. Das kommentiere ich aber auch nicht. Ist, glaube ich, besser so. Weiß ich selber, dass das nicht gut war. Da weiß ich immer noch nicht, wo er hingeflasht ist. Ja, der ist, soll ich das noch aus seiner Perspektive zeigen? Ja. Also ich glaube, der ist da und da hat er einfach da gechillt. Warte mal. Ah. Guck, dann vibet der da oben einfach. Okay. Wie lustig das aussieht, Alter. Oh Mann, und dann driftet er gegen den Felsen wie so ein Trottel. Du brauchst langsam auf jeden Fall Schuhe. Ja. Habe ich mir, glaube ich, jetzt auch gleich gekauft. Movement Speed ist sehr wichtig für einen Melee-Fighter. Da sterbe ich jetzt auch gleich wieder, aber es war Wurf, würde ich behaupten, weil ich den Shotgun von der Senna bekommen habe. 150. Ja. Obwohl, nee. Bitte den auch noch, glaube ich. Ah! Oh! Oh Mann, du machst mich so traurig. Oh, warum? Oh, der Fight gegen Senna war sehr gut, aber warum bist du so ein... Guck mal, meine Fangfrage, ja? Meine Trick-Question. Nehmen wir mal zwei Zeitlinien an, okay? Ja. Das obere bist du. Das ist die Goldlinie im Verhältnis zur Zeit. Ja. Du bist, sagen wir, 1000 Gold ahead oder so. Das untere sind die Gegner, ja? Jetzt nehmen wir mal an, das Game würde komplett neutral weiterlaufen, keiner würde irgendwelche Risiken oder Dummheiten begehen und es würde alles super entspannt bleiben und nichts, ne? Der Gegner würde ich ja niemals einholen, diese Kluft würde für immer dort bleiben, ne? Ja, genau. Okay, wer ist also gezwungen, riskante Plays einzugehen, du oder der Gegner? Der Gegner.
Okay, und warum machst du dann die ganze Zeit riskante Plays, wo du ahead bist? Weiß nicht, weil ich vielleicht einfach zu greedy bin. Also ich kann mir vorstellen, dass es an mehreren Sachen liegt und das gar nicht so einfach zu erklären ist wie Greed. Denn man fühlt sich dann ahead, man fühlt sich übermächtig, man denkt so, ich kann eh alle duellieren. Das kann ein Grund sein. Das heißt, Fehleinschätzung der eigenen Stärke beispielsweise, ne? Vielleicht kann es auch sein, dass du dich einfach langweilst, die ganze Zeit Minions zu kloppen und denkst dir so, boah, den kill ich jetzt oder so, weißt du? Das passiert mir auch super häufig. Man pimmelt dann einfach so ein bisschen rum und dann denkt man sich so, boah, ich will jetzt irgendwie fighten, so, weißt du? Ja. Oder dass du einfach wirklich geizig bist, das kann natürlich auch sein. Ich finde es halt immer nicht ganz korrekt, einfach nur zu sagen, ja, war Greed und dann hast du die Sache gegessen, weil das ist seltenst der Fall, weißt du? Cool, du hast sie gecued, was nicht nötig gewesen wäre. Muss 10 Jahre auf Cho'Gath zulaufen, verliest sehr viel Zeit dadurch. Also, ich weiß, ich rede jetzt, es fühlt vielleicht so an, das würde ich mich wiederholen, aber Orbwalking ist für dich als Melee-Fighter so wichtig wie für einen ADC als Kindness. Okay, also das. Wie übe ich das am besten? Das kannst du in Normal üben, das kannst du in Ranked üben, das kannst du aber auch in Practice Tools üben. So dumm es klingt. Du stellst dir da einen Target Dummy hin. Also, das ist wirklich etwas, was du im Practice Tool üben kannst. Und dann Auto-Text ihn und umkreist ihn halt einfach so, weißt du? Und dann kreist du wieder zurück. Und du gewöhnst dir einfach an, dass du zwischen deinen Auto-Attacks so wenig Zeit wie es geht einfach stehen bleibst. Okay. Geile Meile. Da kamen auf einmal ein paar viele. Aber du brauchst unbedingt Lifesteal. Also Sustain. Du hast den Fight echt gut carryen können, hättest ein bisschen Sustain gehabt. Was sind überhaupt deine Runen, Alter? Du hast Conqueror, was hast du noch? Cookies. Alacrity, Last End. Gehst du immer Cookies und Time Warp Tonic oder nur in schwierigen Matchups? Nur in Matchups, die mich ja poken, so gegen Urgot oder sowas, gehe ich eigentlich meistens dann Resolve, wo ich dann Unflinching und Bone Plating mitnehme. Kannst du die erste Runde nochmal sagen? Unflinching und Bone Plating. Achso, Unflinching und Bone Plating. Oh. Irgendwie gegen sowas wie Urgot, Riven oder so. Okay. Ja. Aber ich kann mich nie entscheiden, ob ich bei diesen drei Teilen da Doppel-AD und dann halt irgendwie Armor oder Magic Assist oder Attack Speed AD und meistens Attack Speed AD und dann halt je nachdem, was auf der Name brauchst, die sinnvoll zur Wahl. Okay. Eigentlich so gut wie immer. Doppel-AD ist halt mehr was für Leute mit halt auch wirklich hohen AD-Scalings, wie zum Beispiel Darius oder jemand wie eine selbst Fiora will die Attack-Speed zum Beispiel haben, sogar Mordekaiser will die Attack-Speed haben. Renekton will zum Beispiel die Doppel-AD haben, so, weißt du? Ja, okay. Okay, komm mal. Was ist deine Aufgabe als Jax? Was willst du machen? Generell im Spiel jetzt, nicht genau jetzt hier in dieser Sekunde, sondern generell als Spieler. Ja, wenn es sich anbietet, halt Split pushen. Okay, und Split pushst du gerade? Nee, weil das die Diana macht. Ja, und? Es gibt zwei Lanes. Ja, aber es wäre ja jetzt nicht schlau von mir, während die da im Break sind. Dann kriegt dein Team Drake. Aber die können dann danach alle zu mir moven, oder? Dann kriegt dein Team Drake. Entweder du kriegst ja super viel Pressure drauf, weil die alle auf dem Drake sind, oder alle rotieren gleichzeitig zu dir. Dafür kriegt dein Team Drake und Toplane Prio. Weil 1 gegen 1 wirst du jeden zerstören. Außer vielleicht Akali, wenn ich outplayt. Ja.
Und dein Tipp ist halt auch nur noch auf 20 Sekunden, glaube ich, war der, oder so. Ja, das heißt, du könntest halt im Notfall auch einfach raustippen, so. Weißt du? Aber Jax ist als Teamfight-Bruiser einfach nicht, ja, sehr effektiv, ganz zu schweigen davon, dass du gerade einfach Reise nach Jerusalem gespielt hast mit deinem Parfing. Ja, dann ist halt das was. So, warum gehst du jetzt Mitte? Weil Jana Botlane ist, ne? Ja. Aber Ich dachte, das reicht für einen Split-Push. wer von euch beiden ist denn der bessere Split-Pusher? Ja, Jax. Warum denn gehst du halt nicht einfach da hin und sagst, verpiss dich? Also sollst du nicht sagen, aber du pingst halt dein TP und gibst zu signalisieren, dass du halt der Split-Pusher bist. Und entweder Split-Pusht ihr dann zu zweit, I guess. Weil so ist erstens dein Summoner-Spell super wasted leider. Und zweitens spielst du auch nicht zu der Stärke deines Champions, was halt immer ein großer Nachteil ist, ne? Oh, schöner Flash. Sehr, sehr schön. Oh, der isst dich. Hä, was hat der Der gegessen? hat, ich glaube, der hat sich verklickt und den Wudibär gegessen. Auf jeden Fall etwas gegessen. Das habe ich gehört. Ja. Oh, oh. Oh. Das sind noch super viele Moneten, ne? Was kaufst du dir denn? Gar nichts. Ja, da war ich kurz AFK, weil ich meinen Discord-Namen und Ingame-Namen in den Chat geschrieben habe. Corpheus und Chainvest. Was wird denn daraus? Das denn? Stimmt. Aber finden Sie Death Dance hier smart? Ja, gegen die Senna ist die wir schon. Nochmal, wie bitte? Ich verstehe dich manchmal Gegen akustisch Senna. nicht. Achso. Und gegen Senna und die wir doch schon, oder? Ja, schon. Mal anders gefragt, wer aus dem gegnerischen Team killt dich denn am ehesten? Ja, Akali und Senna. Ja. Wenn du auf Senna drauf bist, kann sie aber nichts mehr tun, ne? Dann ist sie Ja, das eigentlich tot, stimmt. so, ne? Okay, das heißt, das größte Problem ist eigentlich Akali und vielleicht in Klammern noch Cho'Gath, würde ich behaupten, weil es ist einfach True Damage, das ist halt immer gefährlich, ne? So, ich Ja. finde, so. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass Death's Dance jetzt nicht das beste Item ist, auch weil das gegnerische Team im Verhältnis 3 zu 2 Magic Damage ist, ne? Was ich zum Beispiel empfehlen würde hier. Das Spiel auf Deutsch oder auf Englisch? Ja, auf Englisch. Okay. Was Force of Nature? Spirit Visage. Dein Spirit Visage vergrößert den Shield von deinem Sterrix um 25%. Es gibt dir arsch viel an Magic Resist HP. Ne? Was halt sowieso gut ist. 450 Ja. und 40. Und die Ability Haste ist auch nochmal schön mitzunehmen als Jax, so weißt du. Kann man nicht klagen, so Ability Haste ist halt immer nett, so weißt du. Ja. Es ist halt nicht ganz so offensiv wie Death's Dance, aber wenn wir ganz ehrlich sind, klatschst du schon alles weg und du brauchst nicht noch mehr Offensivität, so. Ja, okay. Und das ist halt so eine Synergie, die vergisst man oft. Aber Spirit Visage erhöht jeden Shield auf die 25%. Ja. Und ist auch dann noch mal gut wegen dem Lifesteal von Blade. Ja. Wäre vielleicht besser gewesen. Und da, ab da ist die Tristana dann mental Mental. gegangen, weil der Cho'Gath den Nerv gestealt hat. Ich verstehe gar nicht, warum den Cho'Gath nicht, also warum dein Team den Cho'Gath dann nicht einfach getötet hat. Der hat da ja einfach im Baron Pit gewiped mit euch.
Ich habe probiert, die alle irgendwie ein bisschen zu zonen, aber Ja, das hat fand ich nicht jetzt so auch geklappt. nicht schlecht, ich fand's fein. Guck. Da bin ich, glaube Oh. ich, tot. Fucking Dustblade, Alter. Dustblade auf ADC, das ist so fucking weird. Das meine ich halt so. So, warum der Stand so? Weißt du, sie sind halt tot, wenn du auf den bist. So. Ja. Ja, es hat ja kein Flash mehr. Das kann sie jetzt nicht mehr machen. Und du bist wieder tot. Ja, ich wollte da eigentlich tippen, dass wir dann den Drake machen, aber Ich guck mal irgendwie kurz wollten die dann fighten. das immer ganz kurz nochmal an. Spawns ist wieder in 20 Sekunden. Oh mein Gott, Diana, du dummes Kind. Sivir ist tot. Dann wird die Senna gechased. Senna kommt mit einem HP raus. Dein Team ist traurig. Akali ist da. Tristana hat das Positioning eines jungen Gottes. Du tippierst dich. Okay, aber das war komplett deine Schuld. Nee, nee, nee. Dein Team ist rausgelaufen. Du bist reingesprungen. Ja. Okay. Okay. Ja gut, also da bist du einfach blind in Baron gefacecheckt, ne? Das ist halt. Ja, da war ich dann auch ewig noch CC'd und genockt und Silence und kam ich nicht mehr raus. Boah, Junge. What? Warum stirbt er denn nicht? Hallo? Junge, wie lange der noch auf 100 HP überlebt hat? Ja. Und ja, da. Ganz schlechter Call. Ja, der Call habe ich im Endeffekt dann auch gemerkt, aber ich. Das war da, wo ich dir geschrieben habe, gib mir noch 2 Minuten, ich wollte das Game einfach nur noch irgendwie beenden. Okay. Gut, dann hast du noch Fragen zu diesem Game? Und was hätte ich denn jetzt aktiv machen können, dass das Game vielleicht doch ein Win gewesen wäre? Da gibt es halt so einige. Es ist halt nichts wirklich, was eine Sache ist oder so ein, zwei Sachen ist. Es ist mehr eine Sache von ganz vielen Millimetern, weißt du? 10 Millimeter machen ja 1 Zentimeter aus. So dumm es halt klingt. Aber es ist halt zum Beispiel die Tatsache, dass du im Early Game wirklich zwei, dreimal super, super unnötig gestorben bist, ne? Es ist die Ja. Tatsache, dass du zum Beispiel auch im Early Game und im Mid Game vor allen Dingen dein Lead nicht so stark ausgespielt hast oder ausgebaut hast, wie du hättest können, wenn du besser gespielt hättest. Beispielsweise durch deine Q-Usage, durch deine Passive-Utilization, durch deine reinen Mechanics wie Orb-Walking. Es ist halt die Sache, dass du zum Beispiel Early Game von Nunu gegankt worden bist, wegen dieser Ward hier oder durch diese Ward hier, die halt im Endeffekt nutzlos war und dadurch flashen musstest und Pressure auf der Lane verloren hast. Es ist die Tatsache, dass du getippt hast und dann im Fight reingesprungen bist, oder das halt logischerweise nicht hätte ich machen sollen, ne? Es ist halt Ja. so eine Aneinanderreihung von ganz vielen Kleinigkeiten, ganz, ganz vielen einzelnen Sachen. Deswegen finde ich es halt einfach schwierig, da zu sagen, ey yo, hättest du das gemacht, hättest du das Game auf jeden Fall gewonnen, weil so ist es halt einfach nicht, weißt du? Ja, okay. Das ist halt einfach nicht die Wahrheit, das ist nicht so, wie das Spiel funktioniert.
Zum Beispiel, du hattest ganz lange TP-Usage, da habe ich jetzt aber auch nicht drauf geachtet. Vielleicht jetzt auf die Botnen TPen können. Weiß ich jetzt nicht. Aber du kamst ja nie dazu, weil du die ganze Zeit Top-Lane am Kloppen warst, ne? Vielleicht hättest du da ja auch was ändern können. So, ich würde dir auch empfehlen, dass du dir das vielleicht nochmal ansiehst einfach. Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen, ob der Stream online bleibt. Ich weiß nicht, ich denke mal. Ich kann das jetzt nicht so pauschal beantworten. Aber du kannst zumindest jetzt in den Stream gehen und zurückspulen. So, weißt du? Das kannst du ja zumindest machen. Okay. Ja, dann mache ich das mal. Okay, hast du sonst noch irgendwelche Fragen? Nee. Das war eigentlich alles so ganz gut erklärt. Ich werde mir das mit dem Upwalking probieren anzueignen. Und vielleicht mache ich ja dann nochmal ein Coaching bei dir. Jo, dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Jo, ebenso. Danke. Bye bye. Ciao. Jo, meine lieben Damen und Herren. Also an diejenigen von euch, die vielleicht gerade erst neu dazugekommen sind oder so. Das hier ist unser Academy-Projekt oder unser Academy-Night, der eigentlich exklusiv für die Players Hub Akademie ist. Das heißt, wenn jemand von euch in der Academy ist, kann er sich dort jetzt gerne einloggen und dann dort ein Coaching abholen. Ansonsten könnt ihr auch die Academy gerne einmal testen für 3 Tage im Gratiszugang. Das ist komplett mehrkostenfrei oder komplett kostenfrei, eher gesagt. Und könnt dann nach 3 Tagen, auch wenn es euch nicht gefällt, da komplett raus. Oder ihr könnt euch die Inhalte mal angucken, denn innerhalb der Academy bieten wir dieses Coaching-Webinar häufiger an, also regelmäßig an. Und eigentlich machen wir das nicht so häufig free for all, nenne ich es jetzt einfach mal. Das heißt, falls ihr regelmäßiger an diesem Webinar teilnehmen möchtet oder regelmäßiger for free Coaching haben möchtet, könnt ihr einfach gerne der Academy beitreten. Es werden auch immer Leute innerhalb und aus der Academy bevorzugt in diesem Format, logischerweise. Das heißt, wenn es jetzt zum Beispiel 5 Leute geben würde, die alle Coaching haben wollen, dann würde ich zuerst die 5 nehmen, die aus der Academy sind, ne? Habt ihr noch irgendwelche Fragen oder gibt es noch jemanden von euch, der ein bisschen Zeit mit mir verbringen möchte oder so? Oder irgendwer, der vielleicht noch Hallo sagen möchte oder so. Ich weiß es nicht. So, mal ganz off-topic, was für eine Tastatur hast du? Irgend so eine HyperX, die habe ich jetzt seit 5 Jahren oder so. Ich weiß die genaue Bezeichnung Tastatur gar nicht mehr. Was sind die Hub Wars? Das sind eigentlich von uns veranstaltete Turniere oder Matches. Da hatten wir im Vergangenheit ein, zwei, drei Stück von. Und ja. Ich weiß gar nicht, um ehrlich zu sein, welche Tastatur ich habe.
Pizza oder Döner? Ich würde sagen, generell eher Döner. Ich finde, Pizza geht immer, auf Döner muss man mehr ich glaube, Döner muss man eher Bock drauf haben. Pizza geht aber immer, weißt du? Wie teste ich die Hub Academy? Wenn du auf die Webseite gehst, auf neu.playersub.de und dann klickst du oben auf Hub Academy, dann wirst du auf die Webseite der Academy weitergeleitet. Ich kann es euch auch einfach mal kurz zeigen. So, Moment. Wenn ihr auf unserer Webseite seid, ganz normal, dann klickt ihr oben auf Hub Academy. Ne? Dann werdet ihr auf diese wunderschöne Seite weitergeleitet. Dort könnt ihr auch schon so erste so die Kurse sehen. Was gibt es so? Was haben wir im Angebot? Wir haben halt für jede Rolle verschiedene Kurse, verschiedene Kits und so weiter. Und jeder Kurs hat halt auch nochmal extra Fragen darunter, um zu gucken, ob man halt den Kurs richtig gecheckt hat und so. So mit Frage-Antwort-Kacke und so, ne? Und dann kannst du hier oben, warte. Einsteigerpaket direkt hier drauf. Das ist komplett kostenfrei für die ersten 3 Tage. Und dann klickst du da drauf, dann wirst du weitergeleitet. Dann gibst du hier deine Daten ein. Mach ich jetzt natürlich nicht, ne? Und dann bist du für 3 Tage kostenloses Mitglied. Und wenn du es nicht kündigst, wird es erneuert von alleine. Ne? Wenn du es aber kündigst, dann wird dir kein Cent abgebucht. So. Hallo Mosti. Gibt's sonst noch jemanden, der irgendwie rein möchte in die Masse? Oder jemand, der noch eine Frage hat oder so? Alle tun so überrascht, dass ich Streamer bei. Ich war nie weg, Leute. Ich finde noch 2 Mastery Level für 600. Zwei, drei, vier, 15. 15 Champions sind mittlerweile in der Free Rotation. Als ich angefangen habe, waren es glaube ich 10 damals. Oder 12. Auf Players Hub machst du schon weg. Das stimmt ja halt auch nicht.
Ah, ich habe nicht meine Videos gesehen. Ja, das kann sein. Das kann sein, ja. Heute kann doch jeder eins bekommen und nur die aus der Academy. Also, präferiert werden Leute aus der Academy? Boah, scheiße, Alter. Präferiert werden Leute aus der Academy? Immer. Und vor allen Dingen ist das hier, dieses Format, auch nichts Regelmäßiges. Und ist eigentlich eher was für Leute aus der Academy, ne? Aber heute ausnahmsweise kann jeder Coaching gönnen. Wie viel kostet das Coaching? Normalerweise hängt es stark von dem, also es kommt auf den Coach an, den man bucht. Aber heute ist es halt for free. Was machst du beim Webinar alles? Ja, es kommt drauf an, ne? Coachings oder halt andere Sachen. Heute ist ein Coaching-Webinar, also mache ich Coachings. So, also meine lieben Damen und Herren, so, Sekunde. Ich würde euch wirklich, wirklich empfehlen, dass, falls ihr euch verbessern wollt, jetzt mal abseits von Coachings, zumindest einmal in die Academy reinzugucken, weil die Academy ist, ich weiß, das ist unser Produkt, ne? Deswegen muss ich es auch gut finden. Aber ich finde, die Academy ist tatsächlich eine der besten League of Legends Produkte, die es gibt. Wir haben so viel Content, Alter. Alles Mögliche von Wave Control, Trading, wie man sich selbst improven kann, Matchup-Analyse, Champion Select, Runen, welche Rolle du überhaupt spielen solltest, bis hin zu Champion- oder rollenspezifischen Sachen, wie zum Beispiel Melee gegen Range-Match auf der Top-Lane, was sehr Cancer sein kann, ne? Oder Jungle Basics, Jungle Tracking, Jungle Kontrolle und so weiter, ne? Und wir bieten dieses Webinarformat einmal wöchentlich in der Academy an. Das ist jetzt nur ausnahmsweise. Das kommt vielleicht einmal, wenn überhaupt. Ne? Das steht noch gar nicht fest. Es kommt vielleicht einmal pro Monat auf anderen Kanälen noch, wie zum Beispiel auf YouTube oder so. Das heißt, falls ihr halt weiterhin dieses for free Coaching-Angebot annehmen möchtet in Zukunft, gönnt euch einfach, mit Ausrufezeichen Academy dürfte der Befehl sein.
Denn wie gesagt, wir haben eine 3-Tages-Testphase. Dort könnt ihr jederzeit einfach kündigen. Euch wird kein Cent abgezogen. Solltet ihr das nach 3 Tagen nicht kündigen, wird das natürlich erneuert, das Abonnement. Und dann kostet es monatlich 20 Euro, was immer noch günstiger ist als eine Stunde Coaching. Also ihr könnt einen Monat lang weitaus mehr Content bekommen, als ihr mit dem gleichen Geld fürs Coaching bekommt. Ich würde dann sagen, ich bedanke mich an der Stelle für die Teilnehmer, für den Chat, fürs Dabeisein. Ich werde diejenigen von euch nächste Woche wieder in der Academy sehen. Wie kann ich das kündigen, falls es nichts für mich ist? Du hast einen Kundenkonto. Da gehst du einfach drauf und dann ist da eine Anleitung, 1:1. Diese Anleitung erklärt es legit super, super simpel. Im Zweifelsfall schreibst du eine Mail oder gehst auf unseren Chatbot hier, kannst du auch benutzen. Aber du hast ein Kundenkonto und da ist es eigentlich erklärt. Ich bedanke mich vielmals fürs Dabeisein, meine lieben Damen und Herren. Vielleicht sehe ich ja einige von euch nächste Woche in der Academy wieder, in unserem Webinar. Und falls nicht, würde ich sagen, euch noch eine schöne Restwoche. Danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.